Es ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer erfolgreichen Bundestagswahl im September 2017. Ich kann für die Freien Demokraten sagen, wir liegen im Plan. Und wir werden alles dafür tun, um aus der guten Stimmung, die uns überall entgegenschlägt, auch wirklich Stimmen bei der Bundestagswahl zu machen. Ich will hinzufügen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, wozu Freie Demokraten fähig und in der Lage sind. Das ist sozusagen die Benchmark auch für die Bundestagswahl, unser Anspruch, den wir erreichen wollen. Rot-Grün ist das zweite Mal in Folge abgewählt worden, und zwar in der Deutlichkeit, über die Sozialdemokraten und Grüne noch lange nachdenken müssen. Es ist schon unglaublich, dass in der Herzkammer der Sozialdemokratie die SPD dort auf 30% reduziert worden ist. Ich will mal sagen, der Zug, der Schulz-Zug, der als Transrapid gestartet ist, ist jetzt als Museumsbahn angekommen in Düsseldorf. Auf eins können die Wählerinnen und Wähler, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, sich verlassen. Die Freien Demokraten werden Kurs halten und das einlösen, was sie zugesagt haben. Da bin ich mir sicher, liebe Freundinnen und Freunde, dass wir am 24. September abends hier ein rauschendes Fest feiern werden mit einer starken Freien Demokratischen Fraktion im Deutschen Bundestag. Herzlichen Dank. Applaus